Moin Freunde, Trucks, euer Horst der Wattfolge Rocket League. Und in diesem Video zeige ich euch den Season 8 Gameplay Trailer von der neuen Rocket League Season. Und Freunde, ich sage euch ehrlich, ne, nachdem ihr diesen Trailer gesehen habt, ne, denkt man sich, das wird die beste Rocket League Season, die es bis jetzt gab. Weil Freunde, dort gibt es so geile Sachen. Aber Freunde, ich möchte jetzt auch nicht direkt spoilern. Und ich würde sagen, lasst euch einfach selber überraschen. Und ich blende euch jetzt erstmal den Clip ein. Freunde, das war der Trailer und ihr könnt mir nicht sagen, dass die Season kacke wird. Als wer das sagt, ne, der ist echt verloren. Weil Freunde, es gibt so viele nice Sachen und ich würde sagen, die fasse ich jetzt erstmal zusammen. Freunde, als erstes gibt es ein neues Rocket Pass Auto und zwar das Civic Type R. Und Freunde, der Wagen, der sieht sehr interessant aus und was den meisten wahrscheinlich schon aufgefallen ist, der leuchtet von unten. Das bedeutet, in der neuen Season gibt es die Funktion, dass man die Autos beleuchten kann. Also das bedeutet, ihr fahrt einfach übers Spielfeld und nebenbei leuchtet euer Auto von unten. Und Freunde, das ist schon krass, dass Epic Games sowas reinbringt. Vor allem an sowas hätte ich niemals gedacht. Und die bringen einfach sowas rein. Und Freunde, ich sage euch ehrlich, ne, wenn die das bei jedem Auto machen, das wäre geisteskrank. Aber allein schon an den Auto wäre ich schon auf jeden Fall ziemlich nice. Aber generell einfach, dass sie die Funktion reinbringen, das ist einfach geisteskrank. So, dann habt ihr wahrscheinlich auch schon die neue Arena gesehen. Ich finde, die hat so ein bisschen was von Backwith Park, also das ist halt dieser Park. Kann ich euch jetzt auch nochmal kurz zeigen. Freunde, das ist der Backwith Park und irgendwie finde ich, dass der bisschen ähnlich aussieht wie die neue Arena. Aber Freunde, man sieht auch schon wieder, dass, also die Season ist irgendwie auch schon wieder ein bisschen modern angelehnt, weil die Tore, die leuchten, glaube ich, auch sogar. Und generell die Arena von außen rum, die sieht einfach ziemlich nice aus. Und generell neue Arenen in Rocket League zu bekommen, ist auf jeden Fall ziemlich nice. Freunde, und was Epic Games noch reingebracht hat, das ist krass. Und zwar, ihr wisst ja, alle die Körbe spielen. Ihr wisst ja alle, es gibt eine Arena. Das ist so eine Halle, die sieht ein bisschen langweilig aus mit ein paar Puppen an der Seite. Ist nothing special. Aber was Epic Games jetzt gemacht hat, ist, es gibt eine neue Körbe-Arena. Und zwar, das ist auch draußen auf dem Spielfeld. Die sieht ein bisschen aus wie diese Arena hier so ein bisschen. Also, ja, oder wie soll ich es besser sagen? Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Street-Football-Map. An alle Leute, die FIFA spielen, ihr wisst ja, was Straßenfußball ist. Und ich finde so, die Umgebung hat was davon. Und generell eine neue Körbe-Map finde ich auf jeden Fall ziemlich interessant. Und Freunde, die letzte Information ist, ihr habt am Ende wahrscheinlich die Torexplosion gesehen. Das war so eine Sprühdose. Und ich muss sagen, ja, die Torexplosion hat was. Aber ich vermute mal, das wird keine Rocket Pass Torexplosion werden. Ich vermute mal, das wird die Schwarzmarkt Season, nicht Season Belohnung, die Schwarzmarkt Turnierpunkte Belohnung sein. Weil Freunde, ich finde, die sieht nicht so aus, als wenn die ein Rocket Pass wäre. Also, ich könnte mir eher vorstellen, dass sie bei den Turnierpunkten zum Ziehen ist, als dass sie im Rocket Pass ist. Aber egal, Freunde, das waren jetzt alle Infos zu der neuen Season. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt. Und an alle Leute, die Season beginnt am 7. September. Also schreibt euch das auf jeden Fall in den Kalender rein. Und Freunde, wenn die neue Season draußen ist, dann lade ich natürlich wieder den Rocket Pass hoch. Alles Mögliche, dann werde ich euch alles vorstellen, falls ihr mal nicht zu Hause seid oder so. Dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber egal, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr trotzdem gerne mal ein Like und ein Abo dalassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Haut rein und Peace.